letztes Vergleichsvideo, weil ich denke, das kann sehr interessant sein. Also ich habe jetzt hier wirklich mal verschiedene Sopran-Ukulelen in dem Bereich um die 300 Euro. Die SK39 ist ein bisschen teurer. Aber also was mich am meisten interessiert hat, ist natürlich der Vergleich von den Kiwaya Echos zu den Flight WUS-Ukulelen. Und es ist Tatsache so, schon mehrfach gesagt, erstens, man sieht es, die Zargen der Kiwaya sind etwas höher. Die Korpusform ist natürlich ein ganz bisschen anders. Die Flight hat ein bisschen mehr Bauch und die Kiwaya ist ein bisschen geradliniger geformt. Also ein sehr charmanter Sound. Betont es obenrum irgendwie ein bisschen. Und die Flight, finde ich, hat aber insgesamt mehr Punch. Sie hat irgendwie eine totale Ausgeglichenheit mit dem Bums untenrum. Also. Ja. Und die Kiwaya ist ein bisschen zarter irgendwie. Einfach anders. Das ist ja auch eine andere Konstruktion. Also es gibt hier zwei Leisten, im Boden keine Leiste und bei der Flight gibt es eine Bodenbeleistung und zwei Deckenbeleistungen. Ein bisschen zurückhaltender, aber nicht schlechter, ist einfach irgendwie zarter. Ja, also Kiwaya und Flight. Jetzt wäre vielleicht nochmal interessant zu wissen, Thailänder. Dagegen mal die Brüko. Wahnsinn Sustain. Wenn man sie das auch tun lässt. Und hier nochmal die Ohanas, das ist also die 839.
sehr ausgeglichen. Also über die Saiten muss ich nichts sagen. Ich glaube, die tun ja nicht gut. Klanglich. Nochmal die Kiwaye. Wunderbar, spielt sich sehr angenehm, sehr leicht, hat darüber hinaus eben das etwas breitere Griffbrett mit etwas schönem Seitenabstand hier. Also es hat einfach die ganz klasse spritzige Höhen. Nochmal eine Ohana. Vintage-Instrumente klingen. Euch hat es ein bisschen gefallen und naja, am besten ist natürlich immer vor Ort gucken, probieren und denken, weil auch übers Video natürlich der Klang gar nicht so rüberkommt, wie ich ihn höre hier, wie ihr ihn hören würdet, wenn ihr daneben stehen würdet. So, ansonsten bestellen, probieren, zurückschicken. Ist zwar ökologisch nicht so, aber was soll's, könnt sich ändern. Tschüss.